So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute. Es ist Freitag, der 19. Mai 2023. Ich würde mal sagen, bei vielen wahrscheinlich ein Feiertag. Heute Brückentag, gestern war Christi Himmelfahrt, Querstrich Herrentag, Querstrich Vatertag. Wir nennen es, wie wir es wollen. Und ja, ich weiß auf jeden Fall, heute bleiben einige zu Hause. Und in diesem Zusammenhang, nichtsdestotrotz, die Märkte sind geöffnet, waren gestern auch schon bereits offen und wir haben ja einiges an Action zu sehen bekommen und demnach müssen wir natürlich heute ein Morning Meeting machen, weil wir wollen natürlich die jüngste Price Action entsprechend einordnen und wollen uns einen Blick verschaffen. Jahreshochs markiert, nicht nur in den Qs, die sind jetzt sogar über die Augusthochs gestiegen, gehen richtig parabolisch schon fast, möchte man sagen. Ist ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Aber die Nachfrage ist gegeben. Wir hatten das hier im Morning Meeting ja schon seit langer Zeit lang und breit zum Thema gemacht gehabt. Und ja, der Breakout, wie gesagt, hat jetzt stattgefunden. Auch der Spider auf neue Jahreshochs ausgebrochen. Gestern mit einem sehr, sehr starken Schluss. Tech weiter voranschreitend allerdings, also nicht nur die Qs, sondern auch ganz besonders Sektoren. Nehmen wir zum Beispiel die Semiconductors ganz besonders. Guckt euch AMD an. Guckt euch Nvidia an. Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt jüngst, ja, hat jemand in der Community geschrieben, also bei uns im Discord-Chat hat er geschrieben gehabt, was ich denn für einen Kurs sehen wollte, weil diese Konsolidierung, ich glaube, wo waren wir, bei 2,50 oder irgendwie sowas, kurz nach den Earnings folgend, dass mal ein Pull-in erfolgt von 30%, der wird auch früher oder später kommen. Da bin ich mir sogar sehr sicher, dass der kommen wird. Aber bis er dann kommt, die Frage, die sich viel mehr stellt, ist, von aus welchen Gefilden werden wir die 30% Rücksetzer tatsächlich zu sehen bekommen. Also Nvidia geht weiter steil auf der Oberseite, sieht massive Kapitalzuflüsse aktuell im Semi-Bereich, GPUs grundsätzlich, Stichwort künstliche Intelligenz, auch hier C3.ai beispielsweise, wieder deutlich sich über 20 Dollar stabilisiert, eher Kurs genommen sogar auf die 30-Dollar-Region. Und also der Semi-Bereich läuft weiterhin sehr, sehr stark. Und ja, also es ist ohne Frage einerseits zwar sehr stark überdehntes Umfeld, auf der Kehrseite müssen wir aber auch sagen, das sind jetzt sehr, sehr starke bullische Breaks. Auch MU zum Beispiel, Micron. Das ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit dem parabolischen Kursverlauf von fast, den wir in Nvidia zu sehen bekommen. Aber auch hier, massiver Breakout höher. Gestern, ich war nicht am Desk, also ich habe meine Swing-Position gestern in diesem Break höher, habe ich abgebaut. Also ich habe jetzt das zu sehen bekommen, was ich sehen wollte. Habe jetzt nicht darauf spekulieren wollen, da eine mittelfristig, längerfristige Position drauf aufzubauen und dann auch nicht im Micron zwangsläufig, sondern die Player im Bereich Semis, also Halbleiter sind AMD, sind Nvidia. Aber für ein Breakout-Play wäre das auf jeden Fall super interessant gewesen, haben gestern einen super starken Opening Drive gesehen, kurzer Push, ich glaube fast 68, ich hab die Level nicht ganz verfolgt, aber ungefähr enge Konsolidierung oberhalb und dann nochmal ein Drive in Richtung, glaube ich, sogar der 69 sind wir gelaufen, also über 68 auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall in diesen initialen Opening Drive habe ich die Position gegeben und so, also das zu Micron, das hat wunderbar funktioniert. Wir können heute nochmal einen Blick drauf werfen. Wir werden auch einen Blick werfen vielleicht auf die Alibaba Earnings, die sind gestern vorbörslich veröffentlicht worden. Ich bin nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Ich habe eine kleine Long-Position gehabt, die war eigentlich wesentlich weniger Earnings begünstigend oder beziehungsweise mit Ausblick auf die Earnings, sondern ich habe die Position eigentlich eher gehabt in Erwartung eines dynamischen Breaks zurück über den Year-to-Date-Rewap, über die 90-Dollar-Marke an der Stelle und vielleicht einen Push Richtung 95, vielleicht Richtung 100 erstmal. Die Earnings wären vielleicht ein Katalysator gewesen. Baidu war ganz überzeugend eigentlich, hat nichtsdestotrotz nicht bullisch reagiert. Das war durchaus etwas, das ist mir so im Hinterkopf geblieben. Und die Baba-Earnings, die waren jetzt gar nicht so prall, ehrlich gesagt. Also das war jetzt nicht so spektakulär in irgendeiner Weise, was wir da zu sehen bekommen haben. Haben vorbörslich aber dennoch ein kurzes Gap-Up gesehen, sind dann aber abverkauft worden und dann habe ich die Position gegeben, weil das ist nicht das, was ich sehen möchte. Wir werden heute auf jeden Fall auch darauf noch einen Blick werfen. Vielleicht noch ein anderes Play, was ganz interessant ist. Noch nicht aktuell, aber könnte eins werden, Shopify, ganz interessant, nach den Earnings und diesem Gap-Up. Das ist nicht unbedingt Changing Fundamentals, aber auf jeden Fall eine deutlich positive oder Aufhellung des Geschäftsbildes insgesamt, welches wir dort kommuniziert bekommen haben. Und sehen nach diesem scharfen Push höher und dann auch dem Follow-Through, also das war nicht nur auf die Earnings ein Gap höher, sondern wir haben dann auch auf die Earnings und das Gap entsprechend weitere Aufschläge zu sehen bekommen wir jetzt einen Pull-In zu sehen. Und der läuft unter relativ wenig Volumen. Also das Volumen nimmt deutlich ab in diesen Rücksetzer und das ist eigentlich erstmal aus der rein charttechnischen Warte ist das ein positives Signal. Und da kann man jetzt durchaus dann auch wieder mit dem geankerten volumengewichteten Durchschnittspreis zum Beispiel arbeiten. Ich habe mir jetzt eine Alarmlinie reingelegt bei der 62 oder beziehungsweise 61,5.
50, wenn wir uns in diese Gefilde bewegen, dann will ich sehen, wie wir uns um die 62 bewegen, beziehungsweise ob wir die zurückerobert bekommen. Wenn wir die zurückerobert bekommen, glaube ich, ist Shopify ein potenzielles Play auch für die Long-Seite, auch als Swing vielleicht an der Stelle. Da wollen wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. Ja, DAX über 16.000 gebrochen, den vielleicht auch nochmal ganz kurz ein Übergeordnet zum Thema gemacht. Der ist im Windschatten der Wall Street gefolgt, nimmt jetzt Kurs auf die Allzeithochs. Ich glaube, hat sogar schon, glaube ich, Allzeithochs jetzt Territorium angelaufen, glaube ich sogar. Ich müsste nochmal ganz genau gucken. Auf jeden Fall hat sich auch dieses Play, ist sich ausgegangen, hält konsolidiert auf hohem Niveau, nicht auszuschließen, dass wir weitere Aufschläge sehen. 16.5, 16.700 vielleicht, da können wir nochmal einen Blick drauf werfen. Auf den kleinen Verfall, ich glaube, der ist heute sogar der kleine Verfall. Und dann ausgehend eben von den charttechnisch relevanten Leveln, die dort auf der Oberseite vielleicht auch in den nächsten Wochen dann eine Rolle spielen könnten. Und also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden gleich en Detail einen Blick drauf werfen. Bevor wir offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf markets.com/de kostenlos eine Demo herunter und teste den Handel risikofrei. Schau, ob der Handel mit diesem Produkt und den Produktcharakteristika, die FX und CFDs innewohnen, korrespondiert. Sofern man das für sich mit beantworten kann, dass das Risikoprofil persönlich mit eben dieser Produkt, mit diesen Produkten einhergeht, in Einklang steht, aber natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Alle Informationen, vollständige Risikohinweis findet ihr auf markets.com/de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, die Elena per E-Mail zu kontaktieren, wenn ihr Fragen zu Markets beispielsweise als Broker habt. Habt ihr Fragen zu den Märkten? Gerne jetzt hier live im Morning-Meeting eure Fragen stellen oder aber unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion diese gerne schreiben bzw. stellen. Ich würde die dann entweder schriftlich beantworten oder sehr viel wahrscheinlicher sogar nicht nur schriftlich beantworten, sondern darüber hinausgehend auch im nächsten Morning-Meeting hier zum Thema machen und entsprechend beantworten. Darüber hinausgehend gerne in der Discord-Community vorbeischauen für einen Austausch miteinander, untereinander, zu den Märkten. Und soweit zur Einführung. Dann wollen wir einen Blick werfen auf die Aktienindizes. Wollen einen Blick werfen auf den DAX an der Stelle, der, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, passend zum Wochenschluss in Gefilde Allzeithoch vorstößt. Also das sind tatsächlich, ich guck mal ganz kurz, sind das Niveaus, ich hab's gestern, nee, heute, das ist Allzeithoch-Territorium, das ist Allzeithoch-Gefilde, also nach oben ist nichts mehr. Ja, das ist, nach oben gibt es keine Widerstände, das heißt also, wir sind in Anführungsstrichen offen und die aktuelle Tendenz auch von den US-Märkten, also wir sehen ganz besonders auch im Tech-Bereich zum Beispiel, dass die Nachfrage weiter gegeben ist, aber dass eben jetzt beispielsweise auch darüber hinausgehend eben der S&P auf neue Jahreshochs ausbricht. Und das ist summa summarum auf jeden Fall ein stark bullisches Umfeld, in dem wir uns einfach wiederfinden und was ganz klar die Long-Seite begünstigt aktuell. Ich hatte allerdings heute früh geschrieben, das muss ich der Vollständigkeit natürlich hier einmal kurz einfangen. Ich fahre mal kurz runter. Das war ein Tweet von heute früh. Da hatte ich geschrieben gehabt, initial waren wir unterhalb des EMA, 50 auf 5 Minuten Basis. Ich habe gesagt, meine Tendenz eher Richtung Pull-In, also Rücksetzer, weil doch jetzt vielleicht ein bisschen überdehnt auf der Oberseite nach dem Breakout, was jetzt allerdings nicht groß überraschend ist. Wir konnten damit rechnen, dass wir nach oben in Anführungsstrichen steil gehen. Sehen also jetzt hier in diesem Zusammenhang rein technisch betrachtet eine Überdehnung, allerdings das projizierte Kursziel, oder sind jetzt auch das projizierte Kursziel schon abgelaufen, fällt mir gerade auf, also Range zwischen 16 nach oben, 15.700 nach unten, klappen wir nach oben auf diese Range, dann landen wir bei 300 Punkten höher, also bei 16.000 plus 300, also 16.300. Nichtsdestotrotz von den US-Märkten, besonders auch seitens des S&P, kommen da kann man es ja hier sehen, 4.200, das sind Jahreshochgefilde, kommt eventuell noch was an Schub, in Anführungsstrichen, der uns weiter auf der Oberseite performen lässt. Und nunmehr, wie gesagt, also bullische Vorgaben, bullischer Breakout, der da bevorsteht. Heute, wie gesagt, kleiner Verfall, ich mache das mal ganz kurz hier auf, Verfallstagsdiagramm. Gestern, also das ist heute ist der dritte Freitag im Mai, das heißt also heute verfallen diese auch, das heißt, das ist für heute nochmal relevant, wir hatten gesagt hier 16.700, nach oben vielleicht als Orientierung, wir können jetzt nicht wirklich was draus schließen, ehrlich gesagt, also wirklich schlau werden wir daraus eben nicht, weil es der Verfall ist, der heute ansteht, der in dem Zusammenhang vielleicht hier nach oben die 16.5 in irgendeiner Weise
heute relevant sein könnte, sollten wir in eine Squeeze gehen. Ich habe es aber auch geschrieben hier. Grundsätzlich erwarte ich eigentlich durch eben diesen Brückentag-Aspekt und das heute dünne Volumen, was auch infolgedessen erwartet werden sollte. Wir haben einen dünnen Wirtschaftsdatenkalender, wir haben einen dünnen Earnings-Kalender heute. Also wir haben noch Footlooker, aber das ist nicht wirklich marktbewegend. Wir haben John Deere hier beispielsweise, .de, Entschuldigung, Dollar.de ist das Ticker-Symbol. Könnte vielleicht was sein, aber das ist nicht marktbewegend. Also das bedeutet etwas anders formuliert, eher evolatil, eher dünn und dann wiederum natürlich vor dem Hintergrund, dass wir in diese Gefilde hier vorstoßen, eher eine Squeeze begünstigend. Also in diesem Umfeld, selbst wenn du den Modus jetzt relativ stark überdehnt anmuten siehst, stellst du dir erstmal die Frage, auch wenn du es technisch argumentiert bekommst, dass es früher oder später mal zu einem Pull-in kommt, zu einem Rücksetzer, stellst du dir dennoch die Frage, wo sollen denn jetzt die Verkäufer herkommen? Und genau das ist nämlich die Frage, die du mit, keine Ahnung, wo sie herkommen sollen. Also, weil die sind, weiß ich nicht, die parken noch den Bollerwagen, ich habe keine Ahnung. Also, Fakt ist auf jeden Fall, im Großen und Ganzen, wir sollten nicht davon ausgehen, dass da jetzt aggressiv Verkäufer auf den Plan eben tatsächlich treten. Und also, wenn es Impulse gibt, dann seitens der US-Märkte und die sind nach gestern eher long. Das heißt also, aktuell bleibt der Modus ganz klar positiv. Wir haben gestern hier kurzzeitig mal nach der im initialen Squeeze gleich zur Eröffnung ähnliche Argumentation, genau das gleiche wie auch jetzt gerade eben. Dünnes Umfeld, Feiertag, dünner Handel, Impulse seitens der US-Märkte. Wir toppten dann aus etwas knapp unterhalb der Allzeit. Allzeithoch ist er in dem Fall. Dann kam es zu einem Pull-In bis zur US-Eröffnung und mit den US-Märkten haben wir dann einen Drive zurück in Richtung der Hochs gesehen um 200, sind da rausgegangen und handeln jetzt oberhalb und können auch deutlich oberhalb halten. Und das ist ein, wie gesagt, klar bullisches Signal. Du willst ganz klar jetzt die Long-Seite hier favorisiert sehen. Chance-Risiko-Feld ist technisch schwierig, weil, wie gesagt, relativ stark überdehnt. Auf der Kehrseite das derzeitige Umfeld, dünnes Volumen, begünstigt, eine Drift höher und einen entsprechenden Push auf der Oberseite, der, wie gesagt, erst zum Erliegen kommt, wenn die Nachfrage versiegt. Ein Angebot, ein übermäßiges, sehe ich hier auf der Oberseite aktuell nicht reingegeben. Ausgehend von den derzeitigen Gegebenheiten, fundamentalen, von der Datenlage beispielsweise. Natürlich könnte jetzt irgendwie eine politische News oder dergleichen über den Ticker laufen, aber das ist etwas, das können wir nicht kalkulieren an der Stelle. Grundsätzlich, wie gesagt, wollen wir in diesem derzeitigen Umfeld nicht short sein. Wie gesagt, Long wird auch dünn, weil Chance-Risiko-Verhältnis technisch durchwachsen, aber tendenziell würde mein Modus, wenn ich jetzt einen Trade eingehen müsste, eher in Richtung Long gehen, weil wie gesagt, dieser Pull-in-Gedanke, der war heute Morgen zwar da, aus rein technischer Perspektive, ist allerdings jetzt schon wieder hinfällig. Wenn wir dann hier unterhalb des EMAs halten, leicht trenden, abwärts vielleicht so ähnlich, wie wir es gestern hier gesehen haben, dieser kurze Pull-in-Gedanke, dann könnte das was werden mit einem Retest der 16.000, das ist jetzt... Jetzt ist es hinfällig. Also das Spiel ist jetzt hier erstmal vorbei und jetzt, wie gesagt, ist Short erstmal oder beziehungsweise auf eine Korrekturbewegung spekulierend keine wirkliche Option mehr. So, werfen wir einen Blick auf den S&P. So, der S&P, Breakout. Und vor allem nicht nur Breakout, sondern, das können wir hier sehen, Tagesschluss gestern auf neuen Jahreshochs. Das heißt also hier bei 4.000 oder um 4.200. Das heißt, nahezu punktgenau drauf den Tagesschluss zu sehen bekommen, nicht knapp drüber, aber nichtsdestotrotz und nachbörslich dann noch einen kurzen Schub drüber zu sehen bekommen. Damit haben wir eine Orientierung auf der Unterseite, eine Inflection für den heutigen Handelstag, wenn man so möchte, 4.200, ehemalige Jahreshochs, solange wir drüber halten und oberhalb von 4.190 mache ich jetzt mal, gebe ich ein bisschen Platz nach unten. Oberhalb des Schlusskurses von gestern schließen 4.200 oder halten an dieser Stelle ist der Modus ganz klar long. Kommen wir zurück rein, schließen wir drunter, dann könnte es sein, dass wir erstmal zurück in diese Range liefen, 4.170, 4.150 eventuell. Aber solange wir drüber halten, ist der Vorteil meiner Einschätzung nach ganz klar long. Und das ist das nächste Ziel. Nun, ehrlich gesprochen, eigentlich erster Bereich 4.300, 330. Ich denke nicht, dass wir das heute anlaufen, aber das ist auf jeden Fall eine, vielleicht für die kommende Woche, realistisch anzuvisierende Zielregion auf der Oberseite, in die wir hier vorstoßen könnten. Bereich, den wir jetzt schon im Nasdaq abgelaufen haben, wie wir es gleich sehen werden. Also, wie würden wir das heute handeln? Der Breakout ist jetzt da. Wir brechen aus der Range aus. Also, wir sind aus diesem choppigen Umfeld sind wir raus. Das bedeutet also, wir handeln jetzt
in Richtung des Breakouts und gehen davon aus, dass sich weiter Momentum aufbaut. Sollten entsprechend charttechnisch relevante Level gehalten werden können oder beziehungsweise Price-Action relevante Level. Meiner Einschätzung nach ist die Breakout-Region 4190 beziehungsweise die 4200er-Region vielleicht auch rein aus psychologischer Perspektive. Das ist die Region um die gestrigen Hochs, Tageshochs, solange wir oberhalb halten können und oberhalb dann im Falle dann zum Beispiel des S&Ps, gucke ich mir den ETF an, den Spider, SPY, solange wir oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises handeln können, ist der Vorteil für den Intraday-Handel ganz klar auf der Long-Seite und wir sollten eher davon ausgehen, dass wir weiter aufwärts driften. Ich mal gucken, ob wirklich Dynamik reinkommt, aber ich denke, wir haben aktuell eine Tendenz dazu, saubere, trendige Bewegung zu sehen zu bekommen. Unterstrichen würde das. Das ist jetzt eigentlich so ein Umfeld, da können wir dann diesen Gedanken mal, der jüngst zum Thema gemacht worden ist, Stichwort Volt beispielsweise oder Advanced Decline Line oder auch Tick. Dieser Volt-Indikator, ich zeige euch das mal ganz kurz, den kann man hier oben bei mir sehen. Da kann man den sehen. Das sind diese zwei Punkte, NQ und NYSE ganz besonders hier an der Stelle. Das lasse ich mir anzeigen und zwar erstmal zur Erklärung, was das ist. Volt, V-O-L-D ist das Ticker-Symbol. Das ist ein... Du kannst auch mal hier eingeben, Volt und dann Trading oder Stock. Mal gucken, was es ist. Trading Academy, das ist nicht so. Volt Index. Ja, okay, das ist ein bisschen mit. Also, wir können es hier schon sehen. Ich will jetzt nicht draufklicken, weil ich nicht weiß, mit welchen Brokern hier zusammengearbeitet wird an der Stelle. Und dann haben wir plötzlich einen riesengroßen Broker-Banner, der nicht mit nichts mit Market zu tun hat hier an der Stelle. Das wäre ziemlich ungünstig. Das möchte ich gerne vermeiden. Aber also, es geht darum, erstmal, dass man eine Idee bekommt. Hier kann man sehen, Market Internals wird in diesem Zusammenhang zum Beispiel erwähnt. Da sieht man auch zum Beispiel ADD, das steht für Advanced Decline zum Beispiel. Man kann es hier auch sehen, Volt oder Tick beispielsweise. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das Volumen, was in die Aktien fließt mit einem Uptick ins Verhältnis gesetzt zu den Aktien, aus denen das Volumen rausfliegt, mit einem Downtick handeln. Wenn ich die ins Verhältnis setze und ich habe dann hier im Falle jetzt eines bullischen Umfelds ein Volt größer 3, dann bedeutet das, dass es ein dreimal so hohes Volumen an Aktien mit einem Uptick handeln gibt, als einem Downtick. Und vor allem ist das nicht nur bezogen auf eben an der Stelle einige wenige Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung, die den Markt in Anführungsstrichen nach oben ziehen, sondern es ist eben der breite Markt und deswegen Market Internal oder Market Breadth, da kann man auch von was hören, das ist die Marktbreite, also das wird vom breiten Markt getragen. Und bekommen wir also jetzt im Falle des S&Ps heute so etwas zu sehen, dass wir also oberhalb der 4.2 halten, beziehungsweise vorbörslich 4.210 vielleicht hier an dieser Stelle und oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises. Und wir sehen einen Volt, der größer 3 ist. Also das bedeutet, also NYSE Volt an der Stelle, dass das Volumen dreimal und größer ist, was in Uptick-Aktien fließt, als in Downtick-Aktien. Und wir sehen in dem Zusammenhang eine Advanced Decline Line zum Beispiel. Advanced Decline, kann ich auch mal ganz kurz, das ist eine Komponente. Die hatte der Murphy beispielsweise auch im Buch Technische Analyse der Finanzmärkte zum Thema gemacht. Da kann man das auch sehen im Hinblick auf Market Internals. Da gibt es ein Kapitel dazu. Also technische Analyse, Trend, Indikator, Entwicklung, Gesamtmarkt. AD-Line wird als Zeitreihe, und zwar hier der kumulierten täglichen Differenzen zwischen der Anzahl gestiegener und der Anzahl gefallener Aktien berechnet. Also wir gucken uns die Uptick-Aktien an und wir setzen die ins Verhältnis, beziehungsweise es ist nicht das Verhältnis, sondern es ist die Differenz. Wir ziehen also von diesen mit einem Uptick handelnden Aktien, ziehen wir die mit einem Downtick handelnden ab. Wenn diese ebenfalls, also im Falle der NYSE zum Beispiel, ist es so, dass wir 3000 Aktien haben, das bedeutet jetzt an der Stelle, wir gucken uns an dieser Stelle im Hinblick auf die Advanced Decline Line zum Beispiel an und sehen, die ist bei 1000, ja, oder, ja, machen wir mal 1000, passt vielleicht. Was bedeutet das? Nun, wir haben 3000 Aktien, das bedeutet, wir haben 2000, die offensichtlich mit einem Uptick handeln und wir ziehen davon ab, 1000, die mit einem Downtick handeln und dadurch kommen wir auf einen Reading von 1000. Wenn sich das kontinuierlich über den gesamten Tag zieht, in Verbindung mit einem Volt über 3 Handeln zum Beispiel, dann zeigt das, dass der breite Markt hier entsprechend offensichtlich mit Upticks gehandelt wird, also gekauft wird. ETFs zum Beispiel gekauft werden, breite Körbe an Aktien zum Beispiel gekauft werden. Und jetzt haben wir noch einen zusätzlichen Indikator. Also ich fliege jetzt nur so ein bisschen drüber. Ich merke gerade, vielleicht sollte man dann mal ein Tutorial zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Thema eigentlich. Weil du kannst daran nämlich erkennen, ob ein Markt eine Tendenz hat zu trenden für den Tag. Wenn wir das alles gecheckt sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt für den Tag trendet, substanziell höher als in einem Umfeld wie zum Beispiel eigentlich gestern, wenn wir jetzt hier mal drauf gucken, wenn du hier so ein
Ja, Klumpatsch sieht so. Ne? 1,4 ist eigentlich nichts Aussagekräftiges. Das ist keine klare Tendenz in eine Richtung, kein Trend, der sich dadurch entwickelt. Und was jetzt noch passieren kann, es gibt dann zum Beispiel noch etwas, das habt ihr vielleicht ganz kurzfristig, ich erinnere mich dran, ich hatte da mal schon was drüber gelesen gehabt, das war eins der Trading-Bücher zum Thema Daytrading 2005, 2006, also bei mir schon fast 20 Jahre her, eins der ersten Bücher. Und da wurde der Tick-Indikator zum Thema gemacht. Der Tick, der macht das Gleiche. Also im Grunde genommen, ist im Kern gucken die sich alle das Gleiche an. Volt, Tick, oder beziehungsweise Advanced Decline Line, die gucken sich alle das Gleiche an. Und was der Tick jetzt an der Stelle macht, ist, dass der ganz kurzfristig agiert. Der guckt sich das wirklich, Tick-Index, der guckt sich das Tick für Tick für Tick für Tick für Tick an der Stelle. Wie viele mit einem Uptick, wie viele mit einem Downtick eben tatsächlich handeln. Und setzt das auch ausgehend von der Differenzebene entsprechend ins Verhältnis. Und das Interessante ist jetzt, wenn du solch ein trendiges Umfeld hast, siehst zum Beispiel irgendwann mal, nach einer Aufwärtsbewegung kommt der Markt zu einer Konsolidierung, hält dann auf einem höheren Niveau oder sieht einen kurzen Rücksetzer beispielsweise. Und der Tick, der wird extrem. Also das bedeutet, wir sehen dann plötzlich einen Tick von, jetzt mal, ich übertreibe es jetzt mal, minus 1000, das ist schon ziemlich viel, ehrlich gesagt. Das ist die gleiche Überlegung wie gerade eben. Das bedeutet, dass just in diesem Moment gerade eben 2000 Aktien mit einem Downtick handeln und 1000 Aktien mit einem Uptick. Und das ausgehend davon, der NYSE-Tick, also an der NYSE 3000 Aktien, dass wir dann ein Reading von minus 1000 haben, das ist ein Extrem-Reading. Und sobald du solch ein Extrem dann auf der Short-Seite siehst, der Markt aber zum Beispiel in einen vorbörslichen Support reinläuft oder eine Unterstützung reinläuft, oberhalb des VWAPs, oberhalb des VWAP halten kann und so weiter, also man kombiniert das miteinander, dann könnte das ein interessantes Indiz sein, dass es kurzzeitig eine Reaktion gibt in Richtung des Trends selbstverständlich und dass dann eine Positionierung innerhalb dieses Trends nach sich ziehen könnte. Also ihr seht, man kann hier verschiedene dieser Market Internals nutzen, in Kombination mit dem übergeordneten Bild dann entsprechend eben einfließen lassen, um sich innerhalb eines etablierenden Trends eben entsprechend zu positionieren. Wie gesagt, Grundvoraussetzung ist, wir halten oberhalb der Hochs von gestern, das ist die Region 4200, wie gesagt 4190, roundabout. Und sollte das alles nochmal gecheckt werden, dann haben wir die Möglichkeit für einen starken Trendtag heute, der uns, wie gesagt, ich glaube, ich will es nicht übertreiben, ich will die Wahrscheinlichkeit nicht komplett ausschließen, aber ich sehe noch nicht den Push in Richtung der August-Hochs, aber wir haben zumindest jetzt mal die Tür aufgemacht und eventuell bereiten wir das heute bereits vor, um dann in der nächsten Woche die Attacke zu starten, vorausgesetzt natürlich, wir schließen oberhalb der Ausbruchsregion, die eben hier bei 4,180, 4,190 so roundabout eben tatsächlich liegt. Und also das ist das, wie wir den S&P handeln, erstmal gucken wir, ob wir bei 4,2, 4,190 handeln und halten können vor allem, dann oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises und dann nehmen wir die Market Internals noch hinzu und versuchen uns eben ausgehend eben von einer untergeordneten Zeitebene innerhalb eines etablierenden Trends beispielsweise zu positionieren. So, das also zum S&P und dann werfen wir noch kurz einen Blick hier einmal auf den Nasdaq. Starker Anstieg, wir hatten die relative Stärke ja schon zum Thema gemacht. Also ich will es so sagen, für uns ist das nicht überraschend. Alle, die sich das Morning Meeting anschauen, alle, die dem Morning Meeting folgen, die werden jetzt sagen, ja okay, jetzt final das gekommen, was wir eigentlich hier schon seit Wochen schon, möchte ich sagen, zum Thema gemacht haben im Hinblick auf einen möglichen Breakout. Auf der Oberseite, der hat stattgefunden, Attacke, beziehungsweise also im S&P hat er stattgefunden, im Nasdaq haben wir uns kontinuierlich hochgehangelt auf neue Jahreshochs, das besonders hier vielleicht so die Region 13.100 roundabout gewesen, 13.100, 200 vielleicht, diese Region hier, diese April-Hochs. Und erstes Ziel waren die August-Hochs, ja, die sind wir gestern mit Glanz und Gloria durchgelaufen. Also wir können es hier sehen, kontinuierlich starker, mega starker Tagesschluss im Bereich guck mal kurz, über sogar, oberhalb der August-Hochs. Und ja, was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass wir ja offensichtlich noch nicht fertig sind. Jetzt kommt natürlich der Gedanke auf, sagen, ah, ist ein bisschen steil gelaufen, also ne, vielleicht doch ein Rücksetzer, Chance-Risiko-Verhältnis technisch nicht ganz so attraktiv. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, aber genau dieser Gedanke, der nährt weitere Aufschläge, meiner Einschätzung nach, auf der Oberseite. Ich wäre sehr, sehr, sehr vorsichtig in Bezug auf eine Korrekturbewegung, die wir jetzt hier zu sehen bekommen. Wir haben diverse, wie gesagt, starke Breakouts gesehen. Wir sehen das auch vom breiten Markt getragen. Also es ist nicht nur jetzt eine Nvidia oder eine Apple oder sowas, die uns jetzt hier höher treiben oder eine Amazon oder eine Google beispielsweise, sondern es ist eben der breite Markt mit diversen, sehr, sehr signifikanten Breakouts höher, Bodenbildungsphasen nach den scharfen Abschlägen übers Jahr 2022. Und auch hier, Longseite ist weiter zu favorisieren. Gucken wir mal, wie gesagt, Schlusskurs gestern, gleiche Überlegung wie im Falle des
S&P, Schlusskurs, Hochs von gestern, Region 13.800, 13.850 ungefähr. Auf der Unterseite, wir können mal hier gucken, das ist die 13.700er Region, um die Augustus, Pi mal Daumen. Solange wir oberhalb halten können, ist der Modus weiter long. Vielleicht gibt es zur Eröffnung, nochmal, wir sollten die Bäume volatilitätstechnisch in den Himmel wachsen, sehen, vielleicht einen kurzen Flashout. Dünner Wirtschaftsankalender, Brückentag in Europa oder in Deutschland vielleicht dann auch hauptsächlich, macht es eher unwahrscheinlich, dass wir heute da große Action zu sehen bekommen. Sehen wir einen kurzen Flush, können diese Unterstützung aber halten, will ich noch nicht long sein, aber wenn wir dann in den Qs, jetzt im Falle des ETFs zum Beispiel für den Nasdaq 100, wieder über den volumengewichteten Durchschnittspreis laufen, dann scheint long auch hier eine ernstzunehmende Option und weiteres Momentum auf der Oberseite denkbar, wo, wie gesagt, vorbei ich sagen muss, dass mir Chance-Risiko-Verhältnis technisch vielleicht jetzt aktuell der S&P ein bisschen besser gefällt, weil der Breakout frisch ist hier an der Stelle und wir hier im Grunde genommen hoffentlich uns schon positioniert haben in Antizipation auf diesen Drive höher, den wir hier zu sehen bekommen und diese Position jetzt managen wollen, also das heißt laufen lassen wollen an dieser Stelle, während diese Aufwärtsbewegung, diese Beschleunigung auf der Oberseite im S&P eben noch aussteht. Also das heißt, ist das Momentum eher im S&P zu finden und deswegen für uns als kurzfristig agierende Trader interessanter. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen wollen. So, das also zu den Aktienindizes. Werfen wir einen Blick auf die Einzeltitel und werfen wir einen Blick hier einmal kurz auf den Pre-Market-Screener, gucken mal kurz, was heiß ist. PacWest, also die regionalen Banken sind weiterhin im Mittelpunkt des Geschehens. Wir wollen das aber nicht handeln. Sonst dünn. Palantir, ein Traum, möchte man fast sagen an der Stelle. Folgend auf die Earnings, erinnert euch dran. Palantir, also eigentlich die breite Palette. Es ist jetzt alles wunderbar gelaufen. Für mich, ich habe gestern in den Abend hinein dann, so ein bisschen mein Trading-Journal geupdatet und so weiter. Hab da in dem Zusammenhang beispielsweise auch noch einen Trade gesehen, hier folgend auf die Earnings. Das war am 9.5. Trade, den ich in Palantir gemacht habe, der sehr, sehr schön gelaufen ist. Den hatten wir auch hier im Morning Meeting kurz zum Thema gemacht und zwar mit dem kurzen Flush und dem Halten aber oberhalb der 9-Dollar-Marke und dann mit dem Aufdrehen und Ziel im Bereich um, wo war es, um 10, glaube ich. Ähnlich folgend hier diesem Modus, den wir im Februar gesehen haben. Final profitabel das Unternehmen. Jetzt auch mit klarer Ausgabe einer entsprechenden Guidance im Hinblick auf die Profitabilität. Und ich hatte gesagt, also wenn hier der Breakout erfolgt, über 10 Dollar, dann, ich weiß nicht, off the races, aber zumindest mal ist das ein klar bullisches Signal. Wir haben hier Schwierigkeiten bekommen. Sehen den Pull-In, zurück nochmal in Richtung der 9-Dollar-Region und jetzt kommt dann eben hier der Breakout höher an der Stelle. Ich guck mal ganz kurz, ich habe das Volumen, so genau habe ich es mir gar nicht angeschaut gehabt, PLTR, guck mal kurz. Es passt relativ gut, weil es ist ein ähnliches Muster, wie wir es hier gleich auch in Shopify sehen. Deswegen wollen wir das mal ganz kurz hier vielleicht als Beispiel nutzen, worauf wir gucken. Was habe ich jetzt gemacht hier mit dieser violettfarbenen Linie? Die kann man hier gar nicht so gut sehen. Ich guck mal kurz, vielleicht machen wir es mal auf der Stunde. Kann man es besser erkennen? Ja. Ja, ich denke schon. Also, wir sehen hier, kommen die Earnings. Das war Trade von mir. Ziel 10 Dollar auf der Oberseite. Schwierigkeiten, Top-Out, Rücksetzer. Wir sehen den Rücksetzer, der reinkommt nach diesem starken Anstieg. Fallendes Volumen. Also das heißt, also nicht, dass die Käufer da super aggressiv werden, aber wir sehen nach einem Gap-Up und größtenteils Halten, starker Opening-Drive, sehen wir einen Rücksetzer rein. Und jetzt ist die Sache die, jetzt könnte man natürlich sagen, na, in ein Retracement long handeln. Das ist zwar ganz schön, aber nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage, wann ist denn der Moment erreicht, wo wir die Käufer wieder in Control sehen. Und was man dann machen kann, und da ist dieses Konzept von Brian Shannon im Hinblick auf den Anchored WeWop so interessant, was ich mal auch hier, was ich mal wieder mit einfließen lasse, auch in Bezug auf die Earnings geankert beispielsweise. Was ich dann mache, ist einfach, oder was er auch macht, ist, dass er einfach sagt, naja, ich gucke mir einfach das jüngste Hoch an, warte auf den Pull-In, der hier stattfindet, und dann sage ich, sobald wir in dem Fall den auf dieses hoch geankerten volumengewichteten Durchschnittspreis wieder überwinden können, also in dem Fall die violettfarbene Linie, die man sieht es hier an der Stelle, fällt hier zusammen mit der Region ungefähr um 10 Dollar, leicht drunter, 89 ist es ungefähr. Und möglichst auch ein Close drüber und den haben wir dann gestern, was, zu sehen bekommen, ja, spätestens hier eigentlich. Hast du
die Kontrolle der Käufer zurück. Also das ist ein klares, objektives Signal seitens des Marktes. Wenn du den durchschnittlich vom Markt bezahlten Preis anschaust und du siehst nach einem solchen starken bullischen Drive, auch in eine charttechnisch relevante Region, wir hatten das alles hier zum Thema gemacht, da kommt rein, fallendes Volumen, also der Pull-In wird nicht aggressiv auf den Weg gebracht durch irgendwie jetzt Gewinnmitnahmen, Umverteilung oder sonst dergleichen, sondern das ist kein starkes Interesse, was hier diesen Push oder diesen Rücksetzer nach sich zieht. Und dann sehen wir ihn wieder aufdrehen und einen Bruch zurück über den durchschnittlich vom Markt hier bezahlten Preis im Rahmen dieses Pull-Ins. Das ist der Moment, wenn dann die Käufer zurückkommen. Und das ist, naja, alles andere, schaut euch an, was passiert. Also wir drehen wieder auf, dann kommt der Break höher und jetzt off the races. Vorbörslich, da sieht man es da oben, das ist das orangefarbene. Kann man sehen, Pre-Market sind wir jetzt schon bei 12 Dollar. Ich will jetzt hier nicht den großen Bullrun ausgeben. Also jetzt sind wir natürlich schon extrem weit gelaufen. Aber wer das jetzt hier gehandelt hat, vielleicht als Swing beispielsweise, weil er auch die Fundamentals des Unternehmens mit beobachtet hat, diesen Ausblick, diese starke Guidance und dergleichen, er wird jetzt hier an der Stelle vielleicht sagen, oder beziehungsweise hatte vielleicht gesagt, das ist jetzt starke Überdehnung auf der Oberseite, jetzt skalieren wir erstmal aus, aber das erste Momentum hat offensichtlich funktioniert, ist wieder auf den Weg gebracht worden. Das hier ist ein perfektes Beispiel für das, was ich euch gerne im Hinblick auf Shopify zeigen möchte. Also alles andere ist hier nicht sonderlich interessant aktuell. Ich würde gerne ein Play im Hinblick auf Shopify zum Thema machen. Da werdet ihr nämlich feststellen, das ist sehr ähnlich. Ne? Ja. Also Shopify hat ja einen riesen Run gesehen. Ganz kurz, ich denke, eigentlich braucht das Unternehmen wahrscheinlich keiner größere Introduction, aber ich mach's doch so. Also Shopify, E-Commerce-Software, die von einem gleichnamigen Unternehmen vertrieben wird. Mit ihr können kleine mittelständische Händler und mittlerweile auch Konzerne Online-Shops erstellen und die Logistik auslagern. Ist natürlich super cool. Online-Shops, ihr könnt euch vorstellen, Covid, Stay-at-Home, E-Commerce fängt an zu boomen und so weiter. Shopify war der Name, in Anführungsstrichen, in diesem Zusammenhang mit einem Run, der jenseits von Gut und Böse lag. Aktie kam, also hier war Covid ungefähr, 30 Dollar die Aktie, das ist jetzt schon Split-Adjusted. Also Split-Adjusted bedeutet, die haben hier einen Split gemacht, da kann man das S sehen da unten von 10 zu 1. Das heißt, der hatte hier schon, da hat die Notierung schon für die Aktie bei 300 Dollar, roundabout, und dann ist die hier auf der Oberseite explodiert und lag zeitweise bei 1800 Dollar. Also hat sich hier versechsfacht innerhalb dieses Zeitfensters und dann kam es zu einem richtig scharfen Rücksetzer über das gesamte Jahr 2022 und die Aktie ist regelrecht kollabiert. Hat eine lange Konsolidierung hier gesehen und jetzt hat es eben mit den Earnings ein deutlich bullisches Signal gegeben im Hinblick auf die Umstrukturierungen, starke Signale, die gesendet werden, auch seitens des Managements, der CEO von, ich guck mal kurz hier, das ist der Tobias Lüttke. Mach das mal hier auf, der ist auch bei Twitter unter anderem und die müssen auch Filing zum Beispiel aufgeben im Hinblick auf Tobias, müsste eigentlich schon hier ganz oben kommen, nee. Moment, Lüttke. So. Das ist der CEO. Hat Aktien gekauft. Gegenwert, glaube ich, von 10 Millionen oder irgendwie sowas. Was auch ein starkes Signal sendet an Investoren, an Aktionäre insgesamt. Aktie gekauft, ich weiß nicht genau wo, aber das war ungefähr hier, glaube ich, in diesen Gefilden. Um 30 Dollar. Oder hier war es? Ich weiß es nicht. Irgendwo hier hat er auf jeden Fall im Gegenwert von 10 Millionen Shopify-Aktien gekauft, ein Signal gesendet, dass er an das Unternehmen glaubt und an die Vision glaubt. Ganz klare Kommunikation, Umstrukturierungsmaßnahmen, Entlassungen und so weiter, die auf den Weg gebracht sind, Kosten, Ersparnisse, die auf den Weg gebracht worden sind, starke Wachstumsaussichten, die jetzt wieder gegeben worden sind. Und das spiegelt sich hier in dem Kursverlauf wieder. Die Aktie sieht ein Gap auf neue Jahreshochs innerhalb dieser Konsolidierungsentwicklung und hält das vor allem und sieht auch weitere Aufschläge. Und jetzt guckt euch das Muster an. Ihr seht das 1:1, das gleiche Pattern wie in Palantir. Genau das gleiche, genau dasselbe Muster. Ihr seht Follow-through erstmal und dann kommt es zu einem Pull-In. Also das ist noch gar nicht so lange her, das ist jetzt 2 Wochen, Pi mal Daumen ungefähr ist das her. Wir sehen jetzt hier den Rücksetzer, starker Anstieg im Volumen, wird auch weiter von hohem Volumen getragen. Also natürlich ist das ein Earnings-Volumen, das ist substanziell höher als das, was du durchschnittlich siehst. In dem Fall sind es 90 Millionen Stücke gewesen. Du siehst aber dann hier, der Rücksetzer, der hier auf den Weg gebracht worden ist, gegen die ungefähr 65, ein deutliches Austrocknen. Und jetzt wird es eben interessant. Was habe ich jetzt hier gemacht? Nun, ich habe hier einmal die untere violettfarbene Linie, das ist die Earnings-Linie in Anführungsstrichen, und zwar geankert auf den Earnings-Release. Der läuft ungefähr bei 60 Dollar, 60, 50. Guck mal ganz genau auf den Chart. Kurzer Break drunter. Flush out. Close drüber.
Das war hier so diese Konstellation. Wir halten kontinuierlich, also nicht punktgenau, aber oberhalb dieses durchschnittlich von den Earnings bezahlten Gaps. Und wir sehen auch hier leichter Anstieg im Volumen. Also es ist nicht substanziell, es ist nicht, dass das herausragt, aber man kann sehen, da kommen Käufer offensichtlich rein. Was habe ich jetzt hier oben geankert? Nun, das, was ich gerade bei Palantir gezeigt hatte. Ich habe einfach das hochgenommen und habe gesagt, wenn wir innerhalb dieser Flagge, die sich jetzt hier ausbildet, auf dieses Earnings Gap und das halten, diesen dünnen Pull-in oder diesen Shallow Pull-in, könnte man auch sagen, also ein Rücksetzer, der unter fallendem Volumen fällt, läuft, den ankere ich da drauf und ich sage einfach, wenn wir da drüber schließen oder brechen, das ist ungefähr die Region um 62, also hier seht ihr da oben, das ist das, der Violettfarbe, 81, 88, dann sind die Käufe in Control, back in Control. Und dann wäre nicht auszuschließen, dass wir dieses hier auf den Weg gebrachte Momentum auf der Oberseite fortschreiben. Nochmal, ist natürlich jetzt schwierig. Wir sind relativ weit schon gelaufen im Tech-Bereich. Also es ist nicht auszuschließen. Wir haben jetzt aktuell natürlich sehr vorteilhafte Umgebungsgegebenheiten übergeordnet auch. Mit entsprechender Beschleunigung auf der Oberseite in den Qs oder beziehungsweise auf dem Spider mit dem Ausbruch und so weiter. Also das bedeutet, wenn die einen Rücksetzer sehen, dann könnte das auch hier Schwierigkeiten geben im Hinblick auf ein solches Auflösen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde diesen Bereich um 62 genauestens beobachten in der Shopify. Ich glaube, das ist ein super interessantes Level. Wie gesagt, ich bin noch dabei auszuloten, wie ich mich positionieren würde für solch einen Swing-Play hier. Aber das scheint mir zutiefst interessant tatsächlich gerade zu sein. Und vor allem hat auch auf der Oberseite noch einiges an Potenzial. Also wir sind jetzt hier nicht im Investment, also auch das wäre im Blick auf Shopify, finde ich, eine ernstzunehmende Überlegung mal wert, auch nach der jetzt vollzogenen Bodenbildung. Ich glaube, E-Commerce in dem Bereich und Shopify besonders hat ein enormes Potenzial. Aber für uns jetzt erstmal als kurzfristig agierende Trader, besonders auch vielleicht im Bereich Swing Trading, für ein paar Tage vielleicht mal eine Position, sollten wir hier so ein Aufdrehen sehen und solch ein ähnliches Momentum wie in Palantir, wäre nicht auszuschließen, dass wir einen Drive zurück über die 70 zu sehen bekommen, mit 70er vielleicht 75 ungefähr in diese Gefilde hier vorstoßen. Wie gesagt, Überlegung ist identisch nahezu, ist 1:1 das, was wir hier in Palantir zu sehen bekommen haben. Und wie gesagt, einfach mal einen Blick wert. Long gehen jetzt noch nicht. Will jetzt erstmal sehen, 62 wird zurückerobert, 62 kann gehalten werden. 62, das ist ein objektives Signal, denn die Käufer sind zurück in Control, ausgehend von diesem geankerten, volumengewichteten Durchschnittspreis. Und dann schauen wir einfach mal. Also durchaus auf jeden Fall ein Play wert und wie gesagt, dünnes Umfeld, was wir aktuell vorfinden, eben summa summarum, wenn nicht wirklich viel Action reinkommt, mal gucken, ob heute überhaupt was passiert, Footlooker, Earnings, vielleicht ein Earnings Play, aber auf jeden Fall mal etwas, was man übers Wochenende vielleicht auch mal für sich wirken lassen kann, wo wir vielleicht heute auch schon einen Drive in diese Gefilde sehen, also und dann einen Tagesschluss drüber, dann haben wir eine Entscheidung zu treffen nächste Woche, mit einem entsprechenden Halten beispielsweise, freundliches übergeordnetes Umfeld, vielleicht einen Swing einzugehen mit, wie gesagt, erstmal Ziel 65, Bruch höher und dann mit 70er vielleicht als Zielregion auf der Oberseite. Also Palantir, interessant, studieren, was ist passiert? Das anwenden auf eine Shopify. Zack. Und dann einfach gucken, ob sich daraus vielleicht eine These formulieren lässt. Also ich finde auch den Pullen so, aus rein charttechnischer Perspektive, das ist echt stark. Sieht gut aus. Also das sieht wirklich gut aus und das ist wahrscheinlich schon ein Problem. Das sieht gut aus, ist immer so ein Signal, da sollte man eher vorsichtig sein. Aber wie gesagt, wir arbeiten uns hier, wie gesagt, ausgehend von Wahrscheinlichkeiten rein und objektiven Parametern. Wir sagen nicht nur, es sieht gut aus, sondern es sieht besonders gut aus, wenn wir jetzt die 62 erobert und gehalten sehen können, denn das zeigt, dass die Käufer wieder in Control sind. Und so, also das zu Shopify. Vielleicht final nochmal ein kurzer Blick auf eine Tesla vielleicht. Sieht ganz gut aus dahingehend, dass wir jetzt anfangen auf dieses Annual Shareholder Meeting in Texas. Hier sehen, dass wir gestern einen sehr, sehr starken Close gesehen haben, um 176 ungefähr. Das waren die Hochs, die auf den Weg gebracht worden sind. Ich weiß gar nicht genau wann, 12. vor einer Woche. Was war vor einer Woche? Irgendwas Wichtiges? Keine Ahnung. Also Fakt ist auf jeden Fall, das entspricht jetzt ungefähr einem Gap-Close dieses Earnings Calls, der nicht so gut gelaufen ist. Vor gut einem Monat ungefähr ist es hier gewesen. Sollten wir einen Schluss zu sehen bekommen, vielleicht sogar über 180. Mal gucken, wo sind wir in der Vorbörse? Tesla? Aktuell knapp drunter. Tagesschluss oberhalb von 180 wäre nicht auszuschließen, dass wir vielleicht in der nächsten Woche sogar bis 185, 190 laufen. Aber kurzfristig glaube ich nicht so interessant. Ich glaube, da gibt es Titel, die ein bisschen interessanter sind. Aber auch hier zum Beispiel geankerter volumengewichteter Durchschnittspreis, fällt mir jetzt gerade ein, da sollte man natürlich auch mal einen Blick drauf werfen.
Kannst du hier mehrere reinlegen? Also year to date, das ist die Linie, die wir jetzt hier drin haben, 175. Das heißt, von Anfang des Jahres am Marktteilnehmer gekauft. Wir gappen drunter, haben dieses Earnings Gap von damals nicht geschlossen, können jetzt hier halten. Und jetzt, naja, jetzt gucken wir uns das eben nach oben an. Also aktuell sehen wir offensichtlich, das ist eine potenzielle Action-Region. Nutzen wir den mal und setzen den mal hier an auf die Jahreshochs. Wo kommt der rein? Da sehen wir 183. Das würde uns noch ein bisschen Raum auf der Oberseite geben. Da könnten wir oder da würden wir sagen an der Stelle, okay, oberhalb von 183, 185 ist das eher ein bullisches Signal. Wir können das auch mal hier ansetzen. Das ist nicht ganz die Jahreshochs. Das sind dann hier die, so, das sind die Quartalshochs in Anführungsstrichen. Da können wir sehen, ausgehend von diesem relativen Hoch. Relatives Hoch deswegen, weil dann auf die Earnings folgen, der tiefere Tiefs hier markiert worden sind, diese Sequenz ABC vielleicht so bestätigt worden ist. Da können wir sehen, die läuft ungefähr um 174. Da sehen wir jetzt schon den Close drüber. So, und dann nehmen wir nochmal die Earnings hier. Das ist der. Bup. So, das ist der durchschnittlich bezahlte Preis von den Earnings hier auf den Earnings-Tag geankert. Da können wir sehen, der liegt um 165. Den haben wir schon deutlich zurückerobern können. Also das heißt, alle die, die jetzt Short sich positioniert haben, auf die Earnings folgend, weil Enttäuschung über den Earnings Call, was auch immer, Wachstumsaussichten, bla bla bla, wie auch immer das argumentiert wird, die liegen unter Wasser und die müssen sich jetzt die Frage stellen, ist das vielleicht dann doch nicht die Short Story, die große Short Story? Wenn die eindecken, wir haben auch hier das entsprechend herausragende Volumen gesehen über diese Zeit. Dann könnte das nochmal zusätzlich kurstreibend werden. Also das könnte eine kleine Squeeze vielleicht sogar auf den Weg bringen. Nicht annähernd so interessant oder attraktiv jetzt aus der charttechnischen Warte, wie beispielsweise eine Shopify oder so, aber dennoch ein Blick wert. Also wir sind hier aus diesen diversen geankerten, volumengewichteten Durchschnittspreisen in einem potenziellen Action-Bereich und richtungsweisend. Und wie gesagt, oberhalb von 185, 190 allerspätestens ist das eigentlich ein Signal, dass die Aktie wahrscheinlich hier nach dieser Konsolidierung, so möchte ich mal sagen, nach dieser scharfen Gegenbewegung seit Jahresbeginn erstmal wieder fertig ist und sich auf der Oberseite orientieren dürfte. Mit einer Rückeroberung, vielleicht sogar einer zeitnahen Attacke dann auf die Jahreshochs um 2,10 roundabout. Aber nochmal, intraday-technisch nicht sonderlich attraktiv aktuell. Also nicht wirklich heiß. Wie gesagt, ich glaube, dass das Swing-Warte, eine Shopify ist interessanter. Wir können es aus action-technischen Perspektive weiter beobachten. Eine Footlocker könnte heute interessant werden. Dazu habe ich aber noch keinerlei News, weil Earnings kommen noch in den Folgestunden. Ja, also das zu den, das zu den Einzeltiteln. Werfen wir einen Blick auf die Devisen. Werfen wir einen Blick auf den Euro zum US-Dollar. Zurück unter der 1,08. Kurzen Augenblick. Ich gucke mal eben, ob ich Fragen hier übersehen habe. Nein, noch nicht. Okay, also sollten Fragen sein, dann bitte gerne diese stellen. Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Moment. Oh, sehr interessant. Ich sehe gerade hier, ich kriege eine, ich hab jetzt eine persönliche Nachricht. Ich habe jetzt hier gerade gesehen, und mein Discord ploppte in mich ja auf. Und zwar a Breakout-Setup von Quala Maggie Style, Deep Dive von Johannes. Gucke ich mir gerne an. Vielen Dank für den Hinweis. Ich muss jetzt gerade ein bisschen grinsen, weil es ist mal so ein bisschen die Frage, kann man denen glauben, in Anführungsstrichen, oder also nicht jetzt den Leuten, die mir eine Nachricht schreiben, dem Johannes, sondern jetzt in dem Fall jemand, der dann YouTube-Video beispielsweise erstellt. Cola Maggie sagt mir sofort was. Cola Maggie ist ein Trader, der. Oh, Moment. Nicht Qual, Maggie, so. Auch nicht. Moment, wo ist er denn jetzt? Ein Moment. Ich guck mal ganz kurz. Ich hab den Startseite. Gucken wir mal hier. Wo taucht er denn hier auf? Wie heißt der denn? Das kann doch nicht wahr sein. Bollerwagen. Babylon Bee. Auch nicht. Ah, Moment. Moment. Einen Augenblick. Der hat mich, das ist ein Schwede. Der hat einen ganz interessanten Namen. Einen Moment. Ich guck mal ganz kurz jetzt hier drauf. Vielleicht habe ich ihn auch einfach falsch geschrieben. So vielleicht? Da ist er doch. Ich habe einfach ein A zu viel gehabt. Kula
Maggie, cooler Maggie, ja. Trading US Markets, also Equities Trader. Und richtig gut, also richtig gut. Der weiß, wovon er schreibt. Ja? Und im Hinblick auch auf eine Shopee vielleicht ganz interessant oder generell Swing Trading und dergleichen. Ist also auch bei, ich folge dem ja gar nicht. Jetzt tue ich es. Ist auf jeden Fall ein Follow. Habt ihr jetzt gerade live in der Farbe mitbekommen. Also da gibt es einige ziemlich gute auch YouTube-Kanäle, die ich wirklich wärmstens empfehle. Und wo wir uns auch gerne mal zu austauschen können im Hinblick auf, ist in Anführungsstrichen, ist es das wert, sich das näher anzuschauen oder dergleichen. Also es gibt ja und nein. Es gibt einige, die einfach nur Quatsch schreiben, Videos machen und dergleichen. Und ich weiß die Mühe zu schätzen, die da reingesteckt wird, aber das ist weniger um Value zu bieten, sondern das ist vielmehr um eben Advertisement zu machen, ja? Um Klicks zu bekommen, Werbung schalten zu können über YouTube und dergleichen. Und dann ist es vollkommen egal. Du willst einfach nur Reichweite haben. Es gibt aber welche, die das unabhängig von der Reichweite machen, die einfach sagen, ich möchte gerne einmal meine Gedanken ordnen, ich möchte hier Content zur Verfügung stellen, ich möchte wirklich Value kreieren und ich möchte gerne einen Mehrwert, ich möchte was zurückgeben. Einfach, oder ich möchte das vielleicht auch nutzen, nicht nur zurückgeben, sondern ich möchte das nutzen als Basis für eine Diskussion, meinen Horizont zu erweitern und dergleichen. Und ich würde den dazu zählen. Also so will ich es mal sagen. Also, ich zähle mich dazu, zu diesen Value-Creatern und ich würde den auch dazu zählen an dieser Stelle. Also vielen Dank für den Hinweis. Jetzt gucke ich mir auf jeden Fall, gucke ich mir das mal an, das Video. Zurück zum Trading, oder beziehungsweise zurück zu den, zum Research. Euro-US-Dollar. Wo stehen wir aktuell? Abwärtsmodus hält weiter an. Übergerollt gegen die 1,11. Drop unter die 1,08 hat stattgefunden. Sauberer Abwärtstrend, der sich jetzt hier im Euro-US-Dollar etabliert hat. Grundmodus Short. Hier kann man es auch, glaube ich, ganz gut erkennen. Sauberer Abwärtstrendkanal, der sich hier etabliert hat. Bisschen überdehnt auf der Unterseite, potenzieller Bounce. Schauen wir mal, ob der Bereich um 08, 08,30 gehalten werden kann. Falls ja, schreiben wir diese Sequenz weiter. Ziel 107, darunter dann Bereich 106 vielleicht, 105,80, 106. In den Monatsschluss hinein müssen wir mal abwarten, ob wir wirklich so große, viele Impulse zu sehen bekommen. Wirtschaftsdatenkalender dünnt eben extrem aus. Nächste Makro-News-Front, die haben wir erst zu erwarten ab der ersten Juniwoche. Allerdings wird es dann packed. Und dann haben wir nicht nur Non-Farm-Payrolls, sondern haben wir Inflation. Dann haben wir die Fed beispielsweise im Hinblick auf ihre geldpolitische Entscheidung in Bezug auf, und das ist ganz interessant, mittlerweile, wir sind jetzt hier nochmal bei 25 Basispunkten. Die mit 40-prozentiger Wahrscheinlichkeit gespielt werden. Ich bin extrem erstaunt, ehrlich gesagt. Besonders auch, wenn ich mir denn diese Spekulation hier anschaue und zeitgleich diesen Breakout in Equities höher sehe. Also zunehmend, dass wir weiter oder keine geldpolitischen Lockerungen in der zweiten Jahreshälfte seitens des Terminmarktes eingepreist sehen. Also nimmt hier deutlich zu, dass wir geldpolitisch offensichtlich noch nicht fertig sind. Überlegung, die dem zugrunde liegen könnte, ist vielleicht in die Richtung, dass man seitens Jay Powell auch so ein bisschen der Sorge unterliegt, sich irgendwann mal vorhalten lassen zu müssen, in den Geschichtsbüchern nicht genügend getan zu haben, um der aktuell galoppierenden Inflation wirklich Einhalt zu gebieten. Und dann lieber dazu zu tendieren, ein Overtightening auf den Weg zu bringen. Also übermäßig Zinsanhebungen auf den Weg zu bringen. Nicht, dass er es alleine entscheidet, aber sein Wort hat mit Sicherheit Gewicht in dieser Konstellation. Ich tue mich sehr schwer damit, diesem Gedanken irgendwie zu folgen. Ich glaube eher, dass da besonders auch aus der politischen Perspektive und der Sorge im Hinblick auf den konjunkturellen Rücksetzer. Und wir haben das jetzt auch bei einigen Earnings gesehen, beispielsweise. Das ist unverkennbar, wenn ich mir eine Home Depot zum Beispiel angucke. Wir haben es jetzt hier nicht so en Detail geschildert gehabt im Morning Meeting, aber Home Depot zum Beispiel ist ja im Bereich, es ist eine Baumarktkette. In den USA sieht also nicht massive, aber Umsatzrückgänge, zweiter Umsatzrückgang auf Quartalsbasis in Folge. Das letzte Quartal, ein Umsatzrückgang, das erste Mal verzeichnet, glaube ich, noch seit 2019, also noch vor der Covid-Pandemie. Und das bedeutet etwas anders formuliert, es macht sich bemerkbar im Hinblick eben dann auch auf Hypotheken, Darlehen zum Beispiel, die natürlich unattraktiver werden, zunehmend unattraktiver, weniger stark nachgefragt werden, durch den Zinsanhebungszyklus. Das macht sich konjunkturell. Macht sich das nicht nur im Häusermarkt, im Kreditmarkt oder wirtschaftlich dann auch bei Unternehmen macht sich das bemerkbar. Und ich sehe so ein bisschen das Risiko an der Stelle, dass wir, ja, wie soll ich sagen,
dass wir durch diesen übermäßig restriktiven Kurs eine tiefe Rezession in den USA provozieren, die geldpolitisch sehr, sehr starke Lockerung dann nach sich ziehen wird. Es wird sehr interessant zu sehen sein, wie gesagt, was die Fed hier kommuniziert auf der Leitzinsentscheidung. Dann sind wir, also ich will jetzt nicht zu groß ausholen, weil das noch Thema erst in der Zukunft ist, 3-4 Wochen von jetzt. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, was wir derzeit hier zu sehen bekommen, ist eigentlich divergierend. Wir sehen einerseits Equities, die auf der Oberseite ausbrechen, besonders Spider bzw. S&P 500. Wir sehen zeitgleich den US-Dollar zulegen infolge von zunehmenden Zinsspekulationen. Aktuell auch dann hier eine Gegenbewegung auf den Weg bringend, die uns jetzt sogar zurück unter die 1,08 oder in die Gefilde um 1,08 und zeitweise unter auch 1,08 geführt hat. Mal schauen, ob wir diesen Abwärtstrendkanal weiter fortschreiben. Es ist auf jeden Fall eine schöne Trendstabilität, die ist unweigerlich erkennbar. Es ist nicht sonderlich volatil oder dergleichen. Aber solange wir diesen Trendkanal halten, ist nicht auszuschließen, dass wir nochmal die Region um 1,06 anlaufen und dann neue Impulse geliefert bekommen mit, wie gesagt, der Earnings, Makroökonomie, Wirtschaftsdaten-Veröffentlichungswelle, die uns dann ab Anfang Juni und gipfelt, finde ich, Mitte Juni mit eben der Leitzinsentscheidung seitens der Fed bevorsteht. So, Stichwort Zinsen, anziehende Zinsen. Die findet Gold ganz besonders schwierig und das macht sich hier auch bemerkbar. Da haben wir jetzt gestern, also ich war wirklich überrascht, ich musste ja zweimal hingucken, als ich den Chart dann oder beziehungsweise mir die Quotes angeguckt habe, dachte ich hätte da irgendwie mich verguckt. Ich habe gesehen, ja, wir sind unter 1.900 gedroppt gewesen, $2.000 gedroppt gewesen, das war ja schon hier unter der Woche am Dienstag, Mittwoch der Fall. Aber wir haben vor allem drunter gehalten und wir haben gestern eine weitere Beschleunigung auf der Unterseite gesehen, die uns sogar unter diese wichtige Unterstützungsregion hier geführt hat, um rund 1.970, 1.980. Das ist ein bärisches Signal. Also ich möchte jetzt erstmal nicht mehr long Gold sein. Das will ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe weiter davon aus, dass wir eigentlich ein Umfeld haben, in dem wir früher oder später neue Hochs markieren sollten, sprich dann neue Allzeithochs. Aber mit dem Halten jetzt hier unterhalb der 1.980, 1.970, im Break tiefer und jetzt auch dem Ausbleiben eines schärferen Bounces, wäre das ein interessanter Bereich, wenn wir da Schwierigkeiten haben, uns mit dem derzeit vorherrschenden Short-Momentum und dieser Zinsspekulation short zu positionieren, in Erwartung eines Tests dieser übergeordneten Aufwärtstrendlinie. Verläuft ungefähr so um 1920, 1930. Also es könnte Chance-Risiko-Verhältnis technisch interessant sein, aktuell Gold von der Short-Seite zu spielen, meiner Einschätzung nach. Und sollte man, denke ich, auf dem Schirm haben. Also scheint mir durchaus ein Play aus der Makro-Warte zu sein, welches man im Hinterkopf haben sollte. Und wie gesagt, was gegen die 89, 79, 89, so diese Region, in die wir jetzt hier vorstoßen, interessant wird. Ich, wie gesagt, Problem ist, ich bin einerseits zwar willens, das Short zu spielen, andererseits allerdings bin ich mir auch darüber im Klaren, wir sollten jetzt in dem Wochenschluss die Bäume dort diesbezüglich nicht in den Himmel wachsen sehen. Und das ist etwas, das sollten wir berücksichtigen. Also das bedeutet, heute wäre ich da eher vorsichtig, aber sollten wir zu Beginn der nächsten Handelswoche unterhalb dieses Bereiches weiter halten und es nicht schaffen, hier diese Region um 89 zurückzuerobern, dann haben wir eine ähnliche Konstellation. Ich gucke mal kurz, ob wir es vergleichen können. Hier so ungefähr war es. Kann das sein? Im Februar? Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Da hatten wir auch diesen kurzen Washout. Das war Anfang Februar, glaube ich, mit der Fed damals und den Non-Farm Payrolls. Das könnte ein ähnliches Szenario geben. Das hat einige Tage gedauert, aber als wir dann überdrehten, haben wir dann einen relativ sauberen Abwärtstrend haben wir hier etablieren können. Könnte sein, dass es ein ähnliches Muster ist, nur auf höheren Gefilden. Hat ja nicht dem Abwärts- oder beziehungsweise dem übergeordneten Bild geschadet. Wir haben eine tiefere Korrektur gesehen, konnten die 1,8 halten und haben dann von dort hier den Run und den Bruch zurück über $2,000 auf den Weg gebracht. Aber nichtsdestotrotz, für uns als kurzfristig agierende Trader wäre solch eine Konstellation, solch ein Toppen gegen die 89 und Halten unterhalb durchaus ein Grund, Shorts in Betracht zu ziehen. Details dann in der kommenden Woche, sobald wir ein klareres, sauberes Bild haben. Heute, wie gesagt, würde ich mich da eher so ein bisschen zurückhalten wollen. So, und das wäre es heute mit dem Morning Meeting auch schon gewesen, tatsächlich. Dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich wünsche euch Happy Trading. Pass auf die Stops auf. Schönes Wochenende. Verlängertes Wochenende. Der ein oder andere, wie gesagt, ich sehe es auch gerade hier jetzt an den Teilnehmerzahlen. Die liegen wahrscheinlich irgendwo in der Sonne. Also wenn jetzt irgendwo jetzt hier jemand gerade zuschaut und auf einen See schaut oder sowas und sich dabei mit dem Morning Meeting beschallen lässt, schöne Grüße. Und
Nichtsdestotrotz, schaut euch eine Shopify mal an, guckt euch das Muster in Palantir an. Ich finde es super spannend, ich habe es auf dem Schirm. Und bis jetzt noch keinerlei Nötigkeit, in irgendeiner Form aktiv zu werden, aber auf jeden Fall etwas, was die kommenden Tage interessant werden könnte. Sollte sich das Bild weiter freundlich darstellen und sollten wir die 62 auch halten können. Also das könnte interessant werden auf jeden Fall. Und alles Weitere in der Discord-Community, gerne eure Gedanken hierzu auch entsprechend teilen. Und jetzt, schönes Wochenende. Happy Trading, passt auf die Stops auf und wir hören nächsten Montag voneinander. Ich freue mich auf euch. Bis dann und tschüss.